Luxemburg kocht weiter. An Tag 4 geht's zu Sandra und ihrem Team. Wir geben unser Bestes, wie immer, wie jeden Tag. Ja, komme, was da wolle. Zum Beispiel Kritik der Gäste. Das ist definitiv kein Sashimi. Das ist, als würde ich Fritten bestellen, ich bekomme eine Püree. Also die Dinger haben wir nichts drin verloren, außerdem schmecken die noch nichts. Das ist große französische Kochkunst. Wie immer, Geschmackssache. Das schmeckt gut, aber das ist kein Millefeuille. Wenn ich ein Auto kaufe, kaufe ich ein Auto und kein Fahrrad. Bist du gemein. Bist du gemein. Donnerstag, es wird ländlich köstlich. Seit gestern liegt Ben mit 34 Punkten vorne. Für die volle 40 lädt heute Sandra die Luxemburger Gastro-Experten zu sich ein. Lenningen nahe der deutschen Grenze. Der Profi ist wieder unterwegs. Wohin eigentlich genau? Mike? Da wollen wir hin. Ihr und ich. Schaut doch schnuckelig aus, ne? Sehr schön. Was gibt's denn hier kulinarisch? Was glaubt ihr? Kann es eigentlich alles geben? So ein bisschen bodenständig, einfacher, weil man vielleicht auf dem Dorf ist. Kann aber auch gehoben sein, ne? Weil der Luxemburger fährt schon auch gerne mal für gutes Essen auswärts. Auf jeden Fall schaut es sehr einladend aus. Ich freue mich drauf, ne? Also, komm, probieren wir es aus. Mit dem Lokal hat sich die gelernte Krankenschwester ihren großen Traum erfüllt. Wir verbinden den besten Wein mit dem besten Essen. Wir sind ein Winzerbetrieb in der dritten Generation und haben vor 10 Jahren hier eine Weihstufe, eine Weinstube gebaut, renoviert und umgebaut und dann später auch ein Restaurant daraus gemacht. Wir kochen hauptsächlich französische und auch luxemburgische Küche. Obwohl die kulinarische Vorgeschichte der leidenschaftlichen Gastronomin etwas anders aussieht. Ich bin gebürtige Österreicherin, aber mittlerweile schon 20 Jahre hier in Luxemburg. Mein Herz hängt sehr daran, weil ich das wie ein Baby von klein auf groß gezogen habe. Von einer einfachen Weinstube mit einer Hameschmier, einem Bauernsalat zu wirklich hoher Gastronomie. Darauf bin ich schon sehr stolz. Guten Morgen, hallo. Oh, guten Morgen. Sandra, hallo. Mike, bist du schon da? Ich bin da. Weinstube. Weinstube heißt Weinstube übrigens, ne? Oder? Ja, genau, genau. Hi, hallo. Hallo. Geht's dir? Bist du gut hingekommen? Einmal kurz Servus, darf ja, ich schon Servus, sagen. Servus, Servus, Landsmann. Naja, ich bin Deutscher, der da lebt, aber, ja, aber wir haben die Länder gewechselt. Genau, ja. So ist es. Hey, schön, was ist da? Wir machen hier einfach mittlerweile schöne hohe Gastronomie. Wir machen französische Küche, aber auch die luxemburgische Küche. Mhm. Unsere Karte untergliedert sich in eine Karte Prestige, also hochwertiges. Und dann haben wir die Weihstufkarte. Da sind die Basics drauf, die einfachen Sachen. Hamfritten und Salat ist so ein Gericht, was der Luxemburger abends gerne beim Gläschen Rivano oder einem Auxerrois isst. Na, sowas gibt's bei uns auch. Das finde ich sehr schön, weil man damit einfach auch die Wurzeln nicht verliert. Richtig. Und nicht als abgehoben gilt. Ist ja auch nichts Neues, ne? Es gibt ja viele Häuser, die ein Gourmet-Restaurant haben und gleichzeitig so ein Stüberl oder sowas, ne? Im Kücherl, da hat Chefkoch Peter das Zepter in der Hand. Ja, hi. Hi. Das ist aber geil. Da geht's immer richtig rund, oder? Na, ja. Hier ist was los. Was gibt's für ein Gericht überhaupt? Ah, es gibt heute eine Taube gefüllt. Okay, und sind und dazu eine schöne, feine Soße. Taube, das finde ich ja mal richtig cool. Ne? Das haben wir, glaube ich, weiß nicht, haben wir schon Taube gehabt bei mir? Ich kann mich nicht erinnern. Also toll, schön. Wow, also die Knöchlein sind nämlich so klein, dass ich gerade am Grübeln war. Haben wir Nacht oder was läuft hier gerade? Ne? Genau. Okay. Ja, die wurden jetzt angebraten und mit Cognac abgelöscht. Okay. Also, das heißt, wir haben Gemüse angeröstet. Richtig. Dann quasi flambiert, genau. Knochen mit angeröstet, oder? Richtig. Warte mal schnell, Peter. Ja, ich sehe schon mal. Haube wollen wir natürlich schon sehen. Also. Auf jeden Fall. Es ist so schön gemacht hier gerade. Schaut euch das mal an. Ne? Da haben wir die Innereien, ein bisschen die Knöchlein aufgehört, Kopf. Erstens mal hat Taube eine Bedeutung in Frankreich, eine viel größere wie in Deutschland oder Österreich. Ja. Kannst du bitte mir helfen, unseren Zuschauern dieses Imageproblem der Taube zu lösen? Ja, die Taube ist ein ganz wundervolles Tier. Ein herrliches Geflügel in der Gastronomie, ganz zartes, feines, dunkelrotes Fleisch, genau. Schmeckt wunderbar.
Und wir bekommen die ja auch nicht von den Dächern der Stadt. Richtig, sondern das ist eine Zucht. Richtig, und die ist, liegt in der Mitte von Frankreich. Das ist die Familie Les Chamille. Les Chamille. Genau, und ja, die züchten die Tauben. Die sind glücklich, die Tauben. Ne? Also, ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr auf der Speisekarte mal Taube lest. Probiert es aus. Die größten Köche arbeiten mit Taube. Gehört in Frankreich zum Wildgeflügel. Genau. Die fliegt auch mal 2-3 Tage weg, kommt auch wieder retour, hat aber ihre Fütterung vor Ort. Also das ist dann so ein schönes Produkt. Taubenfleisch gilt außerdem als sehr gesund. Der Vogel ist reich an Vitamin B6. Die Brüste, das Auseinanderlegen, das hat er jetzt einfach mal gemacht, dass ich es auch sehe. Genau. Ist das korrekt? Richtig. Jetzt wird das Ganze montiert. Peter macht jetzt hier den Spinat. Und der ist ansortiert. Genau, ganz der ist ansortiert und mit Knoblauch, ganz fein abgeschmeckt. Und macht das schön, ne? Schau mal, wie er das macht. Ja, die Flüssigkeit muss raus, sonst wird das zu feucht nachher im Teig. Also frischer, junger Spinat. Ja. Ansortiert, bisschen Knoblauch. Ja. Salz. Richtig. Genau. Pfeffer? Pfeffer, genau. Okay, Muskat. Nein, kein Muskat. Und jetzt so ein schönes Ei da drauf. Ja, das ist important, das ist wichtig. Das ist important, pour que mettre ensuite la mousseline. Genau, die Form muss gleich sein wie das Filet. Ja, weil es ja nachher richtig genau, aufgebaut wird. Nächste ist was? Die Mousseline. Mousseline oder Trüffel? Ja, Mousseline. Mousseline. Genau. Aber Sel, Pop, Salz, genau. Pfeffer. So. Erst muss gesalzen wie er sich werden. Bewegt. Wie er sich bewegt. Das ist super. So, Pfeffer. Den Koch würde ich sofort nehmen. Aber sofort, auf der Stelle. Mousseline. Ja. Wie hast du die gemacht? Ist die auf welcher Basis? Ist kalt oder was ist das jetzt hier? Ist jetzt kalt. Ja. Ein Ei, natürlich die Gewürze und Spargel. Gut. Für euch zu Hause, das ist natürlich in einem hochmotorischen Mixer wie eine Farce gemacht. Gell? Ja. Eine Mousseline und dann eben versetzt mit Gewürzen, mit Kräutern. Und das braucht man A als Bindemittel, so ein bisschen, als Kleber. Und schaut auch gut aus, wenn man es aufschneidet, ne? Weil es gart ja auch. Richtig. Gut, passt. Und das kommt jetzt da drauf, da schauen wir zu. Hier ist die Mousseline eine Farce, okay? Das heißt, du hast eine Geflügel oder Fischfleisch oder wie auch immer, lässt die mehrmals durch diesen Kutter, sie wird dadurch noch feiner und ihr wird geschlagene Sahne untergehoben. Und das ist dann die Farce Mousseline. Das Trüffel. Hier mein Freund, Trüffel. Wir haben einen schwarzen Trüffel. Wir haben einen Trüffellieferant in Italien oder in Südfrankreich, wo wir unseren Trüffel dann demnach beziehen. Du kannst ja alles. Du kannst ja einen Périgord-Trüffel, einen Sommertrüffel, einen Wintertrüffel kaufen. Und wenn du so richtig einen rauskloppen willst und ganz viel Kohle ausgeben magst und kannst, dann nimmst halt einen weißen Trüffel, ne? Trüffel sind nämlich Naturprodukte und können nicht gezüchtet werden. Und jetzt machen wir wahrscheinlich die zweite Brust drauf, oder? Genau, okay, auf geht's. Jetzt haben wir die Form der Taube. Jetzt geht's an den Blätterteig, oder? Richtig, genau. Jetzt geht's an den Blätterteig und jetzt wird sie eingepackt. Das macht er selber. Ja. Ich finde das sensationell, was ich hier sehe. Also stark. Also Taube, glaube ich, auch das erste Mal. Blätterteig, das erste Mal, dass einer einen selbstgemachten Blätterteig nimmt. Cool. Nehmen wir den Taube. Ja. Wichtig ist, dass sie sauber verschlossen ist. Muss wirklich gut fest zugeklebt sein. Ja, und jetzt wird die eben geformt, so wie eine Taube, dass sie eben die Ähnlichkeit von einer Taube hat, den Körper. So. Und so sieht das dann schon schön aus. Brutal hohes Handwerk, dieses Gericht. Brutal. Das war's noch nicht. Statt Federn gibt's außen flüssige Butter drauf. Und dann aber auch schieben, oder? 10 Minuten bei 190 Grad. Super. Das ist schon großes Kino. Kurz darauf geht schließlich der Vorhang auf. Für Mike's Teller. Schön. Lass es dir gut schmecken. Danke. Neben der Taube gibt es ja noch mehr. Mit dazu hast du jetzt noch ein bisschen Gemüse bekommen. Zum Beispiel eine Zucchiniblüte gefüllt mit einer Mousse Pâte à Douce, also einer Süßkartoffelmousse. Ist es nicht vanillig und irgendwie doch vanillig? Oder? Ja, es ist Vanille mit drin. Dieses Süßkartoffelthema ist omnipräsent seit 2, 3, 4 Jahren. Das als Püree und dann zu dem Süßen ganz leichte Vanillearomatik. Das geht. Der Profi genießt weiter. Schau mal, wie schön das gearbeitet ist. Ne? Auf den Punkt gerade. Dann hier mit dem Spinat. Ganz zart der Trüffelgeschmack da drin.
Hervorragend. Teig gut durchgebacken, schön mit einem leichten Muster. Bei dem Gedanken selbstgemachter Blätter, das finde ich super. Also der Geschmack von einer Taube ist natürlich nicht irgendwie im Hähnchen- oder Wachtelbereich zu sehen. Ich würde vielleicht sagen, so Fasan mal 1,5. So ungefähr. Hier kommt die also von der Süßkartoffel diese Note mit der Vanille. Dann hier die Frucht, das ist ein bisschen Frische mit dem Tomatenkonfit. Dann die Taubenbrust, Spinat, wieder ein bisschen das Erdige. Die Farce, also die Kalbsmuslin, das ist wirklich nur als Klebemittel. Das ist jetzt gar nicht, das fällt nicht auf, das ist nur, damit es nicht auseinanderfällt, damit es ein bisschen zusammenhaftet, gar nicht. Tolles Gericht, Bombe. Kocht der immer so? Ja, ja. Und wird das jetzt hier aber am 4. Also ich will jetzt essen, deswegen hören wir jetzt auf. Toll, zum Wohl. Zum Wohl. Das ist mein Essen. Ja. Sehr gut gearbeitet. Handwerklich großes Kino, muss ich sagen. Und ich habe auch keinen Verbesserungsvorschlag. Wunderbar. Und Mike, was sagst du zur Luxemburg-Woche bisher? Gestern habe ich noch gesagt, was soll denn da noch kommen? Ja, immer mehr. Es geht weiter, weiter, weiter. Das da war brutal gut gearbeitet. Super lecker, aber brutal gut gearbeitet. Der macht sogar einen Blätterteig selber. Nee, ich glaube, die anderen werden hier genauso überrascht sein. Und wir haben ja wirklich, wirklich Fachleute da, die unterwegs sind. Ne? Also der Janni, dem wird gleich mal das Auge rausfallen.